Von dunkler Materie weiß man zurzeit vor allem eines, dass es sie gibt. Direkt gemessen oder gar gesehen hat sie noch niemand. Dunkle Materie spielt bei der Himmelsmechanik eine tragende Rolle. Sternsysteme können sich nur dann so bewegen, wie sie sich bewegen, wenn man riesige Mengen an dunkler Materie voraussetzt. Grund genug für den Teilchenphysiker Horst Fischer, die Bestandteile der dunklen Materie endlich dingfest zu machen. Wir gehen heute davon aus, dass die dunkle Materie nicht ein einziges hypothetisches Teilchen ist, sondern dass es so wie auch in unserem Leben, das wir so beobachten können, eine Vielfalt von dunklen Materienteilchen gibt. Aber wir müssen mal das erste finden und dann haben wir eine Chance. Dann wissen wir genau, wonach wir suchen müssen. Das erste Teilchen, was nachgewiesen werden soll, hat den Namen Axion bekommen. Das ist ursprünglich der Name eines Waschmittels. Aber etwas gänzlich Unbekanntes muss ja irgendwie bezeichnet werden. Wenn es dieses Axion gibt, dann ist es auch ein perfekter Kandidat für die sogenannte dunkle Materie. Denn es wechselwirkt nur sehr schwach. Ja, das heißt, wir können es nur sehr schwer finden, beobachten im Labor und können es auch nur sehr schwer herstellen. Und das probieren wir in unseren Experimenten. Um ein Axion nachweisen zu können, hat man sich Folgendes ausgedacht. Man nimmt einen Magneten und eine Mikrowelle. Sobald ein Axion auf das Magnetfeld trifft, kann aus einem Magnetfeldteilchen ein messbares Lichtteilchen, ein Photon, entstehen. Und dieses Photon erkennt man durch eine Energiespitze in der Mikrowelle. Das hört sich jetzt so an, als könne man das Experiment bei sich zu Hause im Keller machen. Wenn Sie einen starken Magneten zu Hause haben, können Sie das zu Hause im Keller machen. So hat in der Tat auch die Axionforschung angefangen. Es gab viele Physiker, die hatten ihren Axiondetektor zu Hause im Keller stehen. Heute, weil Sie sehr starke Magnetfelder brauchen, weil wir eben inzwischen sehr weit runtergekommen sind in der Empfindlichkeit, machen wir dieses Experiment am CERN, weil das CERN uns dafür die ideale Forschungsinfrastruktur stellt. Das CERN-Forschungszentrum bei Genf ist weltweit der Ort, wo Elementarteilchen erforscht oder gar erzeugt werden. Bekannt wurde es durch Antiwasserstoffatome oder Higgs-Teilchen. Um Axionen am CERN nachweisen zu können, bedient man sich eines 10 Meter langen Riesenmagneten. Wir nehmen kleine Metallgefäße, die innen hohl sind, Größe ungefähr so 15 cm, packen diese Hohlraumzylinder in den Magneten und strahlen jetzt eine Mikrowellenstrahlung ein. Und wenn jetzt ein Axion zufällig in diesen Hohlraum reinfliegt, dann wechselwirkt dieses Axion mit dieser Mikrowellenstrahlung und in dem Moment der Wechselwirkung beobachten Sie von außen, dass diese Mikrowellenstrahlung in ihrer Intensität ein kleines bisschen ansteigt und wenn das passiert, dann wissen Sie, Sie haben jetzt eine Axion nachgewiesen. Axionen hätten übrigens eine unvorstellbar geringe Masse. Man hat einen groben Wert in Kilogramm dafür berechnet, den man aber besser zeigt, als ihn auszusprechen. Den Kopf an Axionen anstoßen kann man sich also nie. Und wenn man in einen Axionenschwarm geraten würde. Sie können sich den Kopf natürlich nicht anstoßen, ja, weil die dunkle Materie ist etwas Kleines. Und selbst wenn Sie jetzt in einem Raum wären mit dunkler Materie, wäre die Wechselwirkung der dunklen Materie mit Ihnen so gering, dass Sie da ganz normal durchgehen könnten. Und nicht nur winzig ist das Axion, es ist auch ungeheuer stabil. Wenn es einmal entstanden ist, wird es so schnell nicht mehr vergehen. Wenn es mal entstanden ist, lebt das im Vergleich zu unserem Menschenleben ewig, nämlich es kann Milliarden Jahre leben. Nicht so lange wünschen sich die Forschenden, auf den Nachweis des ersten Axions zu warten. Wir schauen kontinuierlich das Frequenzspektrum an, der Mikrowellenstrahlung. Und wenn es da eine kleine Variation drin gibt, ja, dann gibt zuerst unsere Software einen kleinen Alarm. Dann messen wir das noch 2, 3, 4 Mal nach. Und wenn wir jedes Mal bei der gleichen Frequenz diese Änderung wiederfinden, dann ist es jederzeit reproduzierbar an dieser Stelle. Das heißt, es können sofort auch die anderen Experimente, die auch nach Axion suchen, können sich sofort auf die gleiche Masse setzen und versuchen, unter gleichen Bedingungen diese Axionen nachzuweisen. Wenn die das auch schaffen,
Dann gehen wir nächstes Jahr nach Stockholm. Wenn die Existenz von Axionen bewiesen wäre, hätte das auch Auswirkungen auf die dunkle Materie. Denn so ganz dunkel wäre sie dann nicht mehr.